Moin Leute, ich hatte euch aber versprochen, dass ich noch die Kokosprodukte von Dr. Görg teste. Und ja, heute habe ich gedacht, würde ich gerne das Mehl testen. Ja, Bio-Kokosmehl. Und mir wurden da auch ein paar Rezepte zugeschickt, mit denen ich dann das Mehl testen kann. Allerdings habe ich gedacht, würde ich das gerne so testen, wie es auch auf der Packung steht. Hier steht nämlich bei Anwendungstipps, ersetzen Sie bis zu 20% des Mehls beim Kochen oder Backen durch Bio-Kokosmehl. Und deswegen habe ich ein Schokokuchenrezept, was ich euch sowieso demnächst zeigen wollte, einen wirklich leckeren Schokokuchen. Ja, das Rezept wollte ich nehmen und werde es einfach mit dem Bio-Kokosmehl zu einem Schoko-Kokoskuchen umwandeln. Ich werde euch aber auch das Originalrezept unten in die Videobeschreibung noch mit reinschreiben, falls ihr das ohne Kokos machen möchtet. Ja, den Kokosblütenzucker und das Bio-Kokosöl werde ich ebenfalls im Rezept verarbeiten, genauso wie auch ein paar Kokosraspeln. Und ja, ich habe das noch nicht probiert mit dem Kokosmehl bis jetzt, deswegen bin ich gespannt. Ja, los geht's. So, für den Kuchen braucht ihr insgesamt 200 Gramm Mehl, das heißt, das hier sind 160 Gramm Mehl, Typ 1050 und 40 Gramm Kokosmehl. Außerdem kommt noch ein Teelöffel Backpulver rein, ein Teelöffel Natron, ein halber Teelöffel Salz, dann natürlich Kakaopulver und zwar 50 Gramm. Und den Zucker habe ich jetzt halb und halb gemacht, also halb Braunzucker, halb Kokosblütenzucker, da ich für den Kuchen 200 Gramm brauche. Und ja, wenn ich jetzt 200 Gramm Kokosblütenzucker in den Kuchen gebe, dann ist meine Packung gleich leer. Deswegen habe ich das einfach mal aufgeteilt. Also 100 Gramm Rohrzucker und 100 Gramm Kokosblütenzucker. So wie bei den meisten Kuchenrezepten, zuerst mal die trockenen Zutaten in eine Schüssel geben, alle verrühren. Und dann kommen die flüssigen Zutaten dazu. Das ist jetzt erstmal ein Teelöffel Apfelessig. Das Kokosöl, insgesamt 100 Gramm und 300 Milliliter warmes Wasser. Und das Ganze könnt ihr jetzt mit einer Rührmaschine oder mit einem Schneebesen zu einem schönen glatten Teig verrühren. Und das riecht jetzt schon wunderbar nach Kokos, obwohl eigentlich nur so ein bisschen drin ist im Endeffekt. Und als Backform nehme ich jetzt so eine flache Backform. Ihr könnt aber auch genauso gut eine Kastenform nehmen, das ist in etwa die gleiche Größe. Die streiche ich jetzt erstmal mit ein bisschen Margarine aus und stoppe das Ganze dann mit ein bisschen Mehl aus, auch schön am Rand. So, und da könnt ihr jetzt ganz einfach euren Schoko-Kokos-Kuchenteig reingeben. So, dann solltet ihr euren Ofen schon mal auf 180 Grad vorgeheizt haben. Und da kommt der Kuchen dann für ungefähr 30 Minuten rein. Wenn ihr jetzt eine Kastenform genommen habt, dann kann das sein, dass es ein bisschen länger dauert. Vielleicht so 35 Minuten. Da könnt ihr dann aber auch immer mit einem Holzstab testen. So, das waren jetzt so ungefähr 32 Minuten und ja, die ganze Küche hier riecht jetzt total nach Kokos. Also ich hatte erst befürchtet, dass der Kokosgeschmack nicht durchkommen würde, weil Kakao ja auch recht stark schmeckt, aber ich glaube, da habe ich keine Befürchtung mehr. So, kommen wir erstmal raus jetzt. So, der sieht schon mal richtig gut aus und wie gesagt, riecht er total nach Kokos. Ja, der muss jetzt erstmal so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden abkühlen und dann machen wir noch eine schöne Glasur oben rüber. Okay. So, der Kuchen ist fast abgekühlt, deswegen würde ich mich jetzt schon mal an die Glasur machen. Dafür braucht ihr nochmal 100 Gramm braunen Zucker. Den könnt ihr schon mal in einen Topf geben. Außerdem ungefähr 45 Gramm Margarine. 2 Teelöffel Sojamilch. 2 Teelöffel Kokosmehl. Das war im ursprünglichen übrigens eine Kakaoglasur, aber ich werde die jetzt mal versuchen mit Kokosmehl zu machen, damit es einfach besser zum Kuchen passt.
und außerdem noch 2 Teelöffel Kokosraspeln. Und das könnt ihr jetzt erstmal erhitzen. So, nur sobald es kocht und schon Blasen schlägt, könnt ihr die Temperatur runterschalten. So ein bisschen unter die Hälfte. Und erstmal noch weiter rühren. So, mit Kokosmehl ist die Glasur schon mal ein bisschen anders als mit Kakaopulver. Also wie ihr seht, total klumpig. Deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Sojamilch mehr dazu. Und zwar 4 Teelöffel noch. Schauen, ob das reicht. Ja, sieht ein bisschen besser aus. So, und wenn ihr das ungefähr 2 Minuten unterrühren, ein bisschen kalt köcheln lassen, könnt ihr den Herd ausschalten und den Topf vom Herd nehmen. Und dann könnt ihr noch das Mark einer halben Vanilleschote da reingeben und unterrühren. So, und dann kann das Ganze schon mal auf den Kuchen. Und das sollte eigentlich recht schnell geschehen, bevor die Glasur wieder fest wird. Ja, die Glasur ist jetzt auch viel zu schnell fest geworden. Viel schneller, als ich eigentlich dachte. Ja, wenn ihr das zu Hause noch versucht, dann nehmt nochmal ein paar Teelöffel Sojamilch mehr, zum Beispiel 10. Das waren jetzt 6. Dass es noch richtig flüssig ist, wenn ihr es auf den Kuchen gebt. Ja, und dass sie dann nicht so krümelig wird. So, mal anschneiden das gute Stück. Ja, und so sieht euer Schokoladenkuchen dann von innen aus. Also wie ihr seht, richtig schön fluffig und weich. Ja, so soll er sein. Ja, das war's auch schon mit diesem kleinen Produkttest. Der Kuchen, finde ich, ist wunderbar gelungen. Also der ist, wenn ich ihn jetzt mit dem vergleiche, den ich sonst normalerweise nur aus Mehl gebacken habe, dann hat der eigentlich ja genau die gleiche Konsistenz, also ist genauso weich und genauso fluffig. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders schmecken. Aber ansonsten kann man das Kokosmehl wirklich super verwenden, um einfach bei Backrezepten die Rezepte noch ein bisschen zu verfeinern oder einfach eine andere Note zu geben. Ich kann mir das zum Beispiel gut vorstellen, wie man damit einen Ananaskuchen backt zum Beispiel. Ja, aber mein kleiner Versuch mit der Glasur war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, aber ja, macht auch nichts. War ja ein Versuch, wie gesagt. Und ich schreibe euch hier unten rein, wie ihr die Glasur mit Schokolade besser hinbekommt. Und außerdem, was ich auch einen guten Trick finde, immer wenn man keine Lust hat, nochmal extra eine Glasur zu kochen, dann kann man auch einfach Zartbitterschokolade nehmen, die ganz fein hacken, also in grobe Raspeln, und die dann auf den Kuchen streuen, sobald er aus dem Ofen kommt. Also da muss wirklich noch richtig heiß sein, dass die Raspeln halt alle so ein bisschen schmelzen und dann nachher so eine schöne Schokoladendecke geben. Dann muss man auch nichts anderes mehr dreckig machen, keinen Topf und so weiter. Und ja, ist es wie gesagt super einfach. Ja, mal kosten. Der Kuchen ist wunderbar. Man merkt doch richtig das Kokosaroma. Also, wenn ihr mal eure nicht-veganen Freunde oder eure veganen Freunde auch überzeugen wollt, dann ist der Kuchen auf jeden Fall genau das Richtige. Na gut, vielleicht mit einer anderen Glasur oben drauf. Ja, wirklich sehr lecker. Also mit den Dr. Görg Produkten kann man auf jeden Fall super backen. Ich weiß jetzt nicht, beim Blütenzucker, den schmeckt man wahrscheinlich nicht raus. Das Öl dann schon ein bisschen eher, denke ich mal. Aber ja, geht wunderbar damit. Ja, dann wieder vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachbacken. Und ja, mit den anderen Dr. Görg Kokosprodukten werde ich auf jeden Fall noch ein anderes Rezept ausprobieren. Ja, ich weiß noch nicht was, mal schauen. Und ja, ansonsten nascht nicht zu viel und bis zum nächsten Mal. Tschö. Hi Leute, ich nochmal. Ich hatte nochmal die Kokosglasur ein bisschen verändert und die ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Also die kann man richtig schön flüssig auf den Kuchen streichen und die wird dann richtig schön fest. Ja, die Zutaten dafür blende ich nochmal ein oder schreibe sie einfach unten nochmal in die Videobeschreibung. So sieht das Ganze denn aus. Das war jetzt vorhin richtig flüssig und hat jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, bis das fest geworden ist. Und ist jetzt auch richtig schön fest. Und ja, ich find's total lecker. Ja, das ist jetzt ein Muffin hier, aber im Grunde kann man das ja auch einfach auf den Kuchen streichen. Ja, das wollte ich bloß nochmal zeigen, weil das letztens ja nicht so wirklich hundertprozentig geklappt hat mit der Glasur. Ja, okay, dann viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
bye.